Ja, hallo, herzlich willkommen, André J. Meissner von Adobe. Hallo. Ein Fachmann haben wir hier für die App-Entwicklung. Wir haben ja nun mittlerweile eine kleine Auswahl hier liegen. Unsere intelligenten Telefone und Apps sind ja doch etwas, was süchtig macht. Man will immer mehr drauf haben, immer mehr drauf programmieren. Mhm. Aber wie macht man das, ist die Frage. Deswegen haben wir Sie ja eingeladen, weil Sie uns das ganz einfach erklären können. Also nach 13 Minuten können wir alle Apps programmieren. Davon gehen wir heute aus, ja. Genau. Und wohin schicke ich dann die Rechnung? Wie rum hatten wir das besprochen? Ja, so ungefähr. Ich glaube, das ist dann doch schon ein ganz essentiell wichtiger Punkt. Der Wolfgang Rudolph hat ja eben das Thema Wirtschaftskrise erwähnt. Und wenn man sich anguckt, was man alles können muss, um eine App auf so ein Telefon zu bekommen, das ist doch schon immens. Also mal eben so. Ist das nicht mal. Also ich muss programmieren, die App. Programmieren wäre, also das ist eine ganz gute Grundvoraussetzung. C++ oder genau, da sind wir eigentlich schon C-Skript oder PHP. Da sind wir eigentlich schon beim PHP. Bastel ich mir das zusammen? Genau. Aber wo kriege ich denn die Oberflächen her und das Ganze? Ja, das ist genau der Punkt. Die Frage ist, auf welche Plattform wollen Sie denn mit der App? Soll es auf iOS gehen, auf die iPhones? Also am liebsten auf alle. Auf alle. Gut, okay. Gut, jetzt habe ich dann dann dürfen Sie lernen Java, Objective-C, die verschiedenen Software-Development-Kits der verschiedenen Hersteller. Und Sie sollten sich idealtypisch natürlich auch eine gute Bandbreite an Geräten besorgen, um dann halt auch die individuell für jede Plattform neu erstellte App, also redundant entwickelte App, auch entsprechend zu testen. Das hört sich nicht einfach an. Ist es auch nicht. Darf ich da mal gerade dazwischen fragen? Ja. Sag Herr Meissner. Hallo. Meissner, das hört sich so an, als müsste man wirklich für jede Plattform die App selbst entwickeln. Gibt es da nicht, dass ich irgendwie eine Metasprache habe, da schreibe ich mal eine App und sage dann so jetzt Compiler oder Cross-Compiler, sonst jemand, übersetzt mal, mach mir mal für das und das und das Teil. Gibt es sowas nicht? Gibt es auch. Der Idealzustand, der nennt sich jedoch, und das wird Sie überraschen, das Web. Weil, ich meine, wir haben alle den Browser auf unseren Desktop-Rechnern oder auf unseren Notebooks, wir haben die Browser auf den Smartphones, teilweise auch auf den Dump-Phones, so wie wir die nicht ganz so intelligenten Smartphones nennen. Dump-Phones? Vielleicht mit, naja, Dump halt für. Dampfbetrieben. Genau, richtig. Ich glaube, dieses Dump war ein anderes. Das ist ein anderes gewesen, genau. Ich glaube, du bist auch Dampfbetrieben. Das Problem dabei ist, oder ich meine, aus Sicht eines Entwicklers oder eines Herstellers wollen wir idealtypisch die Sache nur einmal machen. Wir wollen auch nur einmal Geld dafür ausgeben, wir wollen nur einmal Support dafür leisten, nur einmal Know-how aufbauen. Und das ist idealtypisch eben übers Web zu erledigen. Nur, wie wir alle wissen, so richtig super und so richtig optimal funktioniert so ein Buchungsvorgang oder ein Check-in-Vorgang oder so eben nicht auf jedem Telefon. Ja. Es gibt die Browserfragmentierung, es gibt Unterschiede zwischen den Darstellungsqualitäten. Und es gibt das Problem, dass ein Browser zum Beispiel nicht auf Ihr Adressbuch zugreifen kann. Das ist auch ganz gut so, weil Sie wollen ja nicht, dass jede x-beliebige Website weiß, zum Beispiel Ihren Standort auslesen kann oder Ihre Kamera benutzen kann oder Ähnliches. Mhm. Wenn ich derartige Funktionalitäten nutzen möchte, auch aus einer Web-App heraus, gehe ich entweder zurück in die native Entwicklung, so ähnlich wie wir es eben mit Java, Objective-C, den verschiedenen SDKs der verschiedenen Hersteller haben, oder aber ich nehme die Mischform und baue eine sogenannte Hybrid-App. So, jetzt müssen wir das ein bisschen sortieren. Hm. Wir haben also einmal die Möglichkeit, ich weiß es aus dem Vorgespräch, muss sagen, ich glänze jetzt mit Ihrem Wissen, wir haben einmal eine native. Mhm. Da programmiere ich alles selber, nehme mir ein SDK eines Herstellers und mache mein Programm, eben programmiere die App. Das zweite ist, ich könnte hier einfach eine Webseite nehmen. Nehme mir irgendein Web-Entwicklungstool und mache eine normale Webseite, die mit dem Browser aufgerufen wird, mit allen Vor- und Nachteilen, die HTML in dem Fall hat. Mhm. Was Sie jetzt ansprachen, ist eine andere Möglichkeit. Und die wollen wir ein bisschen näher beleuchten. Die haben Sie genannt, die Hybrid-Apps. Das sind die sogenannten Hybrid-Apps, genau. Die auf dem Browser laufen oder? Und nativ. Und nativ laufen. Um es einfach und damit, wie so oft in der Technik, dann auch nicht mehr ganz fachlich korrekt auszudrücken. Hybrid-Apps sind im Wesentlichen eine ganz normale Website, bestehend aus HTML, JavaScript, Cascading Style Sheets, den Bildern, die man dort benutzt, so wie die Computer Club 2 Homepage. Was wir im Zuge einer Hybrid, nicht für mobil richtig optimiert ist, was vielleicht das Thema einer anderen Sendung werden könnte. Was wir jetzt machen, ist, wir packen um diese Webseite ein Wrapper, eine Packung drumherum.
Und diese Packung stellt die Verbindung zu den nativen Funktionen der Geräte dar. Das heißt also, mit dieser Zwischenwelt kann ich auf einmal aufs Adressbuch zugreifen. Das ist also diese Sandbox-Funktion des Browsers ausgeschaltet? Ja, naja, ich meine, wenn Sie mich fragen, und ich denke, dass da sind viele Webentwickler der Meinung, die Zukunft liegt im Browser. Wir werden irgendwann keine nativen Apps in dem Sinne mehr nutzen oder ins lokal installierte Software, sondern wir werden irgendwann die App im Browser ausführen. Und die Browser entwickeln sich mehr und mehr weiter. Jetzt zum Beispiel sind die ersten Browser in der Lage, eben GPS-Daten auszulesen und Standortdaten zu übermitteln, direkt aus dem Browser. Das ist eine Funktionalität, die Sie vielleicht von einer Website kennen. Wenn Sie sagen, sind Sie in Düsseldorf, dann ist das letzten Endes basiert auf Basis Ihres Netzwerkzugriffs und liest nicht wirklich Standortdaten von einem lokalen GPS-Empfänger auf. Da wird getrickst und das wird so übereinander gehalten. Ja. Aber eben diese echte Funktionalität, auf Gerätefunktionen zugreifen zu können, das werden die Browser immer mehr verinnerlichen und auch immer mehr realisieren. Und bis dahin und bis es soweit ist, gibt es eben am Markt verschiedene Frameworks, verschiedene Baukastensysteme, mit denen ich sogenannte Hybrid-Apps entwickeln kann. Und eins davon ist aus dem Hause Adobe und das heißt PhoneGap. Und das schließt eben diese Lücke zwischen Telefon oder zwischen Browser und Nativen. Dieses PhoneGap greift das jetzt auf bestehende Webseiten zu und transformiert die in irgendeiner Art und Weise für Telefone? Das wäre zu einfach. Mhm. Und das wäre per Definition eigentlich fehlerbehaftet. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich etwas, was ich für ein anderes Medium, in dem Fall den Webbrowser entwickelt habe, problemlos 1:1 für jedes am Markt befindliche Telefon und Betriebssystem umsetzen kann. Deswegen auch meine vorsichtige Reaktion nach der Frage bezüglich Cross-Compiler. Welchen Weg gehen Sie denn dann? Wie können Sie das überhaupt realisieren? Also, Sie haben als Basis Adobe ist nun mal bekannt für die Creative Suite. Mhm. Ich habe auch eine, Creative Suite 3. Also das neueste Produkt aus dem Haus. Ne? Ja, mittlerweile gibt es die... Wir haben 2004, insofern ist das auch das neueste Produkt. Genau. Ja, mittlerweile gibt es die CS6, die wird immer nur mit CS beschrieben. Und da gibt es eine spezielle Version für Webentwicklung. Richtig, das ist die Creative Suite 6 Design und Web Premium. Die enthält eben neben diversen anderen Tools auch Dreamweaver in der Version CS6. Und Dreamweaver ist ja quasi die eierlegende Wollmilchsau zum Thema Webentwicklung. Dreamweaver kenne ich zum Seitengestalten. Ja. CC2 wird mit Dreamweaver entwickelt? Nein. Ich habe so, man macht ja schon mal für Freunde so kleine Webseiten, statische Webseiten, da macht man eben mit Dreamweaver zusammengenagelt. Die sehen dann auch so aus. Ja. Aus Dreamweaver heraus kann ich nun eben auch Hybrid-Apps bauen. Mhm. Und das funktioniert, indem wir dieses PhoneGap-Framework an Dreamweaver anbinden. Die Entwicklung sieht dann ja so aus, dass ich irgendwelche grafischen Elemente brauche. Mhm. Eine Benutzeroberfläche im Prinzip, die baue ich mir zusammen wie in einem Browser. Richtig. Und fülle dann die Lücken dazwischen mit Code aus. Richtig. Ich entwickle eine Webseite. Und an dem Punkt, wo ich native Funktionen brauche, zum Beispiel, wo diese Webseite oder die App, ja, wie die sich dann letzten Endes darstellt, ist für Sie ja an der Stelle dann irrelevant, nutzen Sie die Wikipedia-App, wurde mit PhoneGap gebaut, sieht aus wie eine nativ entwickelte App. Haben Sie zur Olympiade die BBC-App benutzt und die Videos und die neuesten Leaderboards und die Tabellen angeguckt, ist eine PhoneGap-App, ist eine Hybrid-App. Mhm. Und hat eben den Vorteil, den haben wir noch gar nicht angesprochen, dass ich nur einmal diese Website baue, nur einmal den HTML und JavaScript und CSS-Code schreibe und die entsprechenden Bilder bereitstelle und sie dann mittels PhoneGap für alle gängigen Betriebssysteme, das schließt Apple iOS mit ein, also die iPhones, iPads etc., Android natürlich in den diversen Versionen und Subversionen, BlackBerry OS, was ja auch eine recht verbreitete, eine installierte Basis ist, Symbian und Bada, bis quasi sehr, zu den... Sehr, sehr breit. Ja, genau. Das sind die gängigen Plattformen eben. Wenn ich jetzt ein größeres Display habe, es gibt ja nun mittlerweile Android-Geräte, die ein doch relativ großes Display haben, funktioniert das auch? Muss ich vorher jetzt sagen, diese Hybrid-App, mach mir das für die ganz speziellen Geräte oder gibt es da irgendwo eine Ebene, wo ich sage, für die Gruppe von Geräten oder für die Bildschirmgröße oder so etwas? Sowohl als auch. Ganz generell ist es so, Sie sollten in jedem Fall optimieren für die verschiedenen Gerätetypen. Und dazu gehört allermindestens eine Version für ein Smartphone ohne Retina-Display, also mit den klassischen Auflösungen, eine Version für ein Smartphone mit Retina-Display, also den doppelten oder zweieinhalbfachen Display-Auflösung und die entsprechenden Varianten auch für Tablet-Größen.
Sobald die Anwendung grafiklastig wird, sprich also viele bildschirmfüllende Grafiken angezeigt werden, ist es ganz klar, sobald ich anfange, ein Bild zu skalieren und das vielleicht sogar noch unproportional, wird es verzerrt oder wird pixelig, das will ich vermeiden. Die entsprechenden Medien muss eine solche App vorhalten, mitbringen und die Logik rauszufinden, auf welchem Device bin ich denn, auf welchem Telefon bin ich denn, die muss eben auch in die Applikation rein und da unterstützt das Framework PhoneGap eben auch bereits teilweise. Können wir da mal ein einfaches Beispiel zeigen? Ja, gerne. Ganz generell vorausschicken, bevor wir auf den Rechner und auf das Projekt gehen, vielleicht sei noch erwähnt, wenn es wirklich rechenlastig wird und wenn es wirklich richtig grafiklastig wird, also im Bereich von 3D-Animationen oder 3D-Renderings etc. pp., ist die Hybrid-App-Entwicklung gegebenenfalls aktuell noch nicht die richtige Wahl. Weil, ganz einfach erklärt, alles, was ich im Webbrowser nicht darstellen kann, werde ich mit einer Hybrid-App auch nicht machen können. Okay. Und den First-Person-Shooter mit 3D-Grafik und Partikeleffekten, den habe ich im Browser zumindest ohne Adobe Flash eben auch noch nicht. Wobei Flash ja von iOS nicht mehr unterstützt wird. Im mobilen Browser nicht, richtig. Aber wenn ich einen 3D-First-Person-Shooter bauen will, dann kann ich den per Flash bauen und den als iOS-App verpacken. Das geht so sehr wohl. Ja, ja. Das wissen die wenigstens immer. Ja, Flash geht nicht auf dem iPad. Na, das ist Quatsch. Flash geht auf dem iPad. Nur nicht im Browser. Okay. Gut, schauen wir auf den Rechner. Wir haben hier Dreamweaver CS6 in der neuesten Version, im neuesten Update sozusagen auch. Und ich habe hier einfach mal eine vergleichsweise einfache, eher, wir sagen, datengetriebene App. Also sprich, ein Anwendungsfall wie eine Wikipedia-App oder wie eine BBC-App, wo ich eben vornehmlich durch Listen navigiere und dann auf Detailseiten gehe, mir ein Foto dazu angucke, ähnliches. Die Anwendung. Also ich sehe das auf der linken Seite: Script, Lib, JavaScript. Ja, ist doch schön. Wir machen das mal ein bisschen größer. Genau, gar kein Hexenwerk dabei. Wir haben hier ein ganz normales HTML-Dokument. Wir könnten uns das ganz genauso, wie das jetzt ist, im Browser anschauen. Wir binden hier verschiedene Bibliotheken ein. Dazu gehört eben die Cordova-Library. Das ist PhoneGap. PhoneGap ist ein Open-Source-Projekt. Adobe stellt das über die Apache Software Foundation als Open-Source der Entwicklergemeinschaft bereit. Kann man also das heißt, runterladen? Man kann das sowieso erstmal runterladen, aber dadurch, dass es Open-Source ist, können Sie vor allen Dingen mitentwickeln und verbessern. Mhm. Ne? Es ist kein Closed-Source-Projekt wie Photoshop zum Beispiel, wo wir uns nicht in die Quellen gucken lassen. Ne? Und wir haben hier verschiedene andere JavaScript-Frameworks, die wir benötigen. Um das Ganze nicht zu codelastig zu machen, schauen wir uns das einfach hier mal in dem Dreamweaver-eigenen Split-View an, sprich also in der Darstellung, sodass ich eben auch eine Vorschau sehe. Und dann sehen wir schon ganz schön, wir haben hier eine einfache, auch für Android geskinnte, sagt man, also sozusagen mit einer Oberfläche für Android versehene App, die hier im Anmeldebildschirm ganz normal nach einem Benutzernamen, einem Passwort fragt oder eben die Möglichkeit bietet, ein Profil anzulegen. Was wir im Weiteren dann machen wollen, ist, wir wollen die Geodaten des Geräts nutzen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, für die Sendung, die ich übrigens in meiner frühesten Jugend immer schon gesehen habe und ich bin und mich sozusagen richtig freue, irgendwie heute bei der 93. Ausgabe dabei sein zu können. Nett, wie er das sagt, wie alt wir sind. Da können wir auch mit ich das. Ach was. Ich kann mich noch gut an die Akustikkoppler-Folge aus 1994 erinnern. Da habe ich echt gefeiert. Ich glaube, Ihr Kollege sagte damals, bei 28.800 baut es Schluss. Ja. Das wenn man das aus heutiger Sicht betrifft. Genau. Ja. Akustisch sicherlich. Also ja, mit der Technik auch noch deutlich drüber. Ging es noch drüber, ja? Ja, gut. Aber da war so eine Holzkiste mit Telefonhörer und so. Also, zurück zu dem Projekt, was wir heute machen wollen, und ich habe das mit dem Telefonhörer ja nicht ohne Grund gesagt, ist ja auch nur ein Hörer, ne? Nur mit ein bisschen mehr Technik und einem Display drin jetzt letzten Endes. Ein bisschen mehr, ja. Wo ich hin will, ist eigentlich mit einer ganz einfachen Beispielanwendung rausfinden, ob denn hier in meiner Umgebung, hier im Studio in Düsseldorf, gegebenenfalls andere Technikbegeisterte in der Nähe sind. Und dazu bauen wir die App einfach mal jetzt hier aus Dreamweaver heraus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der einen... Moment, ich sehe jetzt ganz viele schöne Sachen auf dem Bildschirm. Ja. Ich sehe Username, Passwort, sehe dieses Login. Ja. Wo ist denn das da in dem Code versteckt? Wir haben hier noch diverse und diffuse Unterdateien und Unterverzeichnisse. Das ist hier entsprechend in die Skripts eingebaut. Wir haben hier heute eine Viertelstunde für das Thema. Ja, ja. Wenn wir jetzt einen Coding-Kurs machen, wollen wir die App baut, schaut man später einfach auf meinen Blog bzw. auf den meiner Kollegen. Die Quellen sind online, frei verfügbar. Ja, das kann man sich dann entsprechend nachvollziehen. Grund meiner Frage war, diese Webseite, also das HTML-Links, sieht sehr übersichtlich aus. Mit Absicht. So ein Platz, okay. Genau. Also dahinter steht dann noch Coding, das wirklich gemacht werden muss. Na klar. Also ich kann nicht erwarten,
dass ich mir sowas mit einem Assistenten zusammenklicken kann. Da muss ein bisschen was her. Okay. Allerdings eben ausführlich dokumentiert, wirklich nachvollziehbar und mit einer großen Community. Sprich, wenn ich eine Frage zu sowas habe, dann finde ich, kriege ich dementsprechend eben auch eine Antwort. So, jetzt wäre normalerweise bei anderen Frameworks dieser Art, müsste ich mir auch wieder SDKs runterladen. Müsste für jede Plattform, Android, verschiedene Android-Versionen, iOS, Windows, Phone. Sind meine jetzt nicht eingebunden, die SDKs? Nee, jetzt von Hause aus erstmal nicht. Was dazu kommt. Den Vorschau, die ich da habe, die ist also einfach. Das ist ein Browser. Okay, ein Browser-Fenster. Alles klar, HTML. Ja, genau. Ja, okay. Schauen wir das in einem Browser-Fenster an. So, und um eben jetzt diese App überhaupt als solche zu bauen, also um die Website zu verpacken und auf die Telefone zu bringen, müsste ich jetzt verschiedene manuelle Schritte vornehmen. Und um den Vorgang zu erleichtern, haben wir von Adobe den PhoneGap Build Service installiert oder ins Leben gerufen, über den ich eben, und das will ich hier auf dem Bildschirm einfach mal zeigen, wenn wir auf den Rechner gucken, ich erstelle jetzt das Projekt, was wir hier haben, als neues Projekt und lasse das von PhoneGap Build bauen. Also jetzt sehen wir nur rechts oben einen laufenden Balken. Im Prinzip wird jetzt der Code losgeschickt, in die Cloud, richtig, wie es so modern heißt. Ich zoome da mal ein bisschen rein, dass man ein bisschen mehr erkennen kann, auch auf den Bildschirmen zu Hause. Und der macht das jetzt eben für ganz iOS. Genau, der baut jetzt, wie man sieht, hier für iOS die App. Allerdings meckert er hier, der will hier von mir einen Key haben, es spielt keine Rolle weiter. Er baut hier für Android die App. Sollen wir noch zeigen, wie die fertig aussieht? Ganz genau, das machen wir. Und was ich dann eben tun kann, ist, ich simuliere das hier einfach mal, weil PhoneGap kann ich hier auf dem Browser aufrufen, ist dann eben hergehen, hier einfach diesen Quick-Response-Code abscannen und die App direkt auf meinem Telefon installieren. Und das haben wir hier gemacht. Und wenn wir das hier mal in die Kamera halten, beide, wir haben ja hier noch ein drittes Gerät. Das ist der, genau, nehmen wir den auch noch mit. Das ist der Ohrfang. Ich habe einen Error. Okay. Ein Error, einfach nochmal drücken. Nee, der kann. Naja, die haben ja keine Sichtverbindung zum Satelliten. Ja, wir haben keinen GPS hier drin. Ich bin nur ich. Aber, und die kann man auch ganz gut sehen, die drei. Ich bin ganz alleine, der das Wolfgang, wenn er an ist. Oh. Die uns, wenn sie an ist. Jetzt. Sekunde. Der ist da, der sieht also Kick-Ass und W. Rudolf. Kick-Ass sind genau. Sie. Genau, und das sind unsere drei Geräte, unsere drei Telefone und wir haben uns jetzt gefunden hier im Studio. Wir haben uns gefunden. Ja, wir wussten aber vorher, dass wir schon hier sind. Okay, Herr Meister, herzlichen Dank erstmal. Sehr gerne. Wir haben noch ein Thema, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Vielleicht kommen Sie noch mal wieder, denn es gibt verschiedene Displaygrößen und Probleme für Entwickler. Ja. Vielleicht haben Sie noch mal Zeit, vorbeizukommen. Gerne, sehr Dankeschön. Gerne. Vielen Dank für die Einladung.